Hallo und willkommen zum Logbuch Bretterwisser. Heute ist Freitag, der 12. Juli. Ich hoffe, ihr hört die Kinder gerade nicht. Die sitzen gerade an der Konsole und spielen irgendwie Crash Team Racing, Mario Kart, Schlag mich tot auf der Playstation und haben den Tag ihres Lebens. Ich habe es ihnen mal erlaubt, es sind Ferien. Ach, sollen sie machen, sollen Ferienerlebnis haben und sowas. Was mache ich heute? Ich mache heute ganz klassisch ein 5 für Freitag. Schon lange nicht mehr gemacht. Ich möchte heute nochmal spielen gehen, denn die nächsten Wochen wird das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger mit meinen Spieleabenden, da ich jetzt einen neuen Job habe ab Montag und ich 4 Wochen wahrscheinlich erstmal Einarbeitung in anderen Filialen haben werde. Ich werde bei Gravis anfangen. Genau, deswegen werde ich am Montag nach Bochum geschickt werden. Vielleicht nehme ich das kleine Besteck mit zum Bloggen. Vielleicht mal gucken, dass ich, also ich werde die Kamera wahrscheinlich nicht mitnehmen. Ich werde dann wahrscheinlich einfach hier dieses Setup nehmen mit dem Mikro. Das geht auch schon, habe ich ja auch schon gemacht. Vielleicht ergibt sich so ein, zwei Sachen. In Bochum ist der Highlander, da wollte ich eigentlich ja hin letzte Woche, der hatte noch zu. Vielleicht wird das alles jetzt dann irgendwie doch nochmal stattfinden und dann kann ich das nochmal verbloggen. Also ich möchte die Möglichkeit noch behalten, aber erwartet jetzt nicht in den nächsten 4 Wochen regelmäßigen Content. Ich weiß halt nicht, wie es da wird. Ich freue mich auf die neue Herausforderung, das wird cool. Ich bin froh, dass das jetzt geklappt hat. Ich habe gestern meinen Arbeitsvertrag unterschrieben. Der liegt hier noch, die Kopie. Alles super, Arbeitslosigkeit nach 4-6 Wochen beendet. So sollte es eigentlich sein. Genau, das war jetzt Punkt 1 auf der Agenda. Punkt 2, das letzte Mal hatte ich ja diese Einpackaktion vom Stefan und der Svetlana beim Boardgame Digger mit verblockt. Hier ist der Karton, ist schon da, das ganze Ding. Diese Zeichnung, ich weiß nicht, ob ich das in die Kamera halten kann. Ganz schnell. der YouTube-Algorithmus wird wahrscheinlich nicht anspringen, aber danke ihr beiden. Coole Aktion, der Kalender kommt jetzt irgendwo da hinten. Muss ich mal gucken, wie ich den festmache. Ist halt schon da. Prompte Lieferung, gerne wieder, oder wie würde man das sagen, bei eBay. Das ist jetzt der erste Kalender für 2020 ist da. Freut mich, dass diese Aktion doch noch ein bisschen Fahrt aufgenommen hat während eures Livestreams. War echt witzig zu gucken. Ich war irgendwie für wirklich 3 Stunden irgendwie dabei. Ich hatte das iPad dann irgendwie auf dem Schoß dann im Wohnzimmer. Die Kinder haben irgendwie Kinderserien geguckt. Hatte ich mal einen Spaß mit, auch im Chat mit dem Olli zusammen, dem Spielevater. Also war eine coole Aktion und schön, dass das Ding schon da ist. So, 5 für Freitag bedeutet ja immer, ich suche 5 Spiele aus für meinen Spieleabend, nehme daran teil, Freitagabends. Ist in den letzten Wochen wirklich zu kurz gekommen, aber ja, Urlaub, Semester, vorlesungsfreie Zeit bei den Studis oder ich weiß gar nicht, ob die. Ich glaube schon. Deswegen ist jetzt da gerade nicht so viel los gewesen und bei mir auch nicht und Motivation so ein bisschen. Aber ich stelle euch einfach mal 5 Spiele vor, die ich heute einpacke. Ich habe heute irgendwie so einen Trip auf leichte Spiele. Ich war gerade noch in der Spieleburg, weil ich ein Spiel haben wollte. Wenn man denkt, Metallschachteln sind unpraktisch, Avocado Smash hat nicht noch eine viel unpraktischere Schachtel. Avocado Smash ist halt irgendwie so eine Mischung aus Halligalli und die fiesen 7. Man muss irgendwie aufzählen man hat einen verdeckten Kartenstapel, muss die irgendwie hinlegen in die Mitte und immer aufzählen, 1, 2, 3 bis, ich glaube, 15 oder sowas und dann wieder runter. Und wenn die Zahl, die dort liegt, der Zahl ist, die gerade ausgesprochen wurde, dann muss man da draufhauen und dann gibt es noch Guacamole und ich fand die Schachtel einfach witzig, ich musste das jetzt irgendwie doch nochmal haben. Da war mir heute nach, vielleicht hat jemand Bock, das mit mir da zu spielen. Avocado Smash, steht da irgendein Autor drauf? Müsste ich noch meine Anleitung gucken, habe ich jetzt keine Lust. Avocado Smash, wirklich stapeln ist mit dem Spiel nicht möglich. Avocados lassen sich aber auch nicht gut stapeln. Deswegen ist das mein einziges Spiel. Einziges Spiel. Tippitoppi muss diese Gruppe auch irgendwie kennenlernen. Hatte ich ja dort schon mit einigen Teilnehmern schon gespielt. Tippitoppi wird dort wahrscheinlich auch richtig gut funktionieren. Da gibt es, glaube ich, einige, die da echt drauf abfahren.
ein Spiel, was ich auch unbedingt noch mal weiter, ein bisschen weiter ausprobieren möchte und muss und das noch ein bisschen ergründen. Dizzle scheint eins dieser Roll-and-Ride-Spiele zu sein, was dieses Jahr erstmal nicht so weiter, nicht wieder so schnell weggeht, habe ich das Gefühl. Also, das scheint nur ein bisschen längere Beine zu haben. Dizzle ist immer noch so ein bisschen im Gespräch. War, glaube ich, auch auf einer Empfehlungsliste, wenn ich mich nicht irre. Möchte ich auch noch mal unbedingt noch mal ein bisschen weiter ergründen. Habe ich zwar schon gespielt, aber da muss ich noch mal rein. Eigentlich möchte ich auch, ich hatte ja irgendwann mal gesagt, ich habe dir zwei Just Bonds. Die zweite Schachtel liegt da irgendwo noch leer. Ich habe das ja aufgepimpt auf 14 Spieler, also auf eine große, große Runde. Möchte ich eigentlich mal ausprobieren. Vielleicht haben halt da auch jemand Bock. Also dieser Inhalt der Schachtel sieht jetzt halt mittlerweile so aus. Also hier unten sind diese ganzen Ständer und die ganzen Stifte, von denen natürlich schon einer wieder versagt hat. Da muss ich mir wirklich nochmal eine gute Lösung, eine gute Alternative zusammensuchen. Das waren jetzt, wenn ihr mitgezählt habt, 4. Oder wie die Amis machen, 4? Nee, egal. Ein Spiel, was ja bei mir immer hoch im Kurs ist und worauf ich echt mal wieder Bock hätte. Was aber immer ein bisschen Erklärungsbedarf ist, weil das Schachtelcover so scheiße aussieht. Also nicht scheiße, so dem Spiel nicht angemessen aussieht. Ethnos, El Grande meets Romy. Könnte man das auch so gut zusammentreffen. Möchte ich unbedingt spielen, auch nochmal ein bisschen andere Fraktionen. Ich habe ja da auch diese Promo-Fraktion noch irgendwie an Land bekommen. Die Fäden. Da habe ich es jetzt aufmache, sieht es wahrscheinlich furchtbar aus von innen. Ethnos, das Spiel, was total unterschätzt ist. Vielleicht gibt es dieses Jahr noch ein Spiel mit einem ähnlichen Mechanismus. Matthias hat da irgendwie sowas anklingen lassen, hat aber noch nichts Genaues fallen gelassen. Deswegen abwarten und vielleicht tut sich da noch was. So, das waren jetzt 5. Da ich so lange nicht da war, habe ich gesagt, packst du noch ein 6. mit ein. Ein Spiel, was ich in Hamburg gespielt hatte und echt einen guten Abend hatte. Champions of Midgard möchte ich unbedingt mal in dieser Gruppe ausprobieren. Wir mögen Räuber der Nordsee. Räuber der Nordsee und Champions of Midgard Vergleich ist natürlich immer schwierig. Aber Wikinger-Thema und Wikinger, die irgendwie ausziehen zum Kämpfen, ist ein sehr straightes Worker-Placement-Spiel, also Arbeiter-Einsatzspiel. Und ich hatte in Hamburg super viel Spaß mit dem Spiel. Es war so richtig schön knackig und trotzdem ging es ein bisschen hoch her, wenn die Würfel dann doch nicht so gefallen sind, wie man das wollte. Da hatte ich viel Spaß mit. Und Ethnos, oh, ich habe heute Kampfspiele dabei, könnte man auch so denken. Eigentlich ist es einmal Worker Placement, einmal Romy. Und ein bisschen Partyspielkram, also könnte ein cooler Abend werden. Ich weiß nicht, wer da ist heute. Wir haben uns auch nicht verabredet. Deswegen werde ich jetzt einfach die Tasche packen und die dann heute Abend mitnehmen. Das war's, glaube ich, heute. Vielleicht kann ich nochmal irgendwie am Wochenende davon berichten, was gespielt wurde. Und dann vielleicht mal ein bisschen Doku heute, hätte ich, glaube ich, Bock drauf. Und dann werden wir gucken, wie sich die nächsten Wochen jetzt entwickeln. Also, ob ich nach Bochum irgendwie auch mal ein Spiel mitnehme. Ich bin halt mit der Kollegin da allein unterwegs. Dann in der Filiale dort zum Einarbeiten und da haben wir abends entsprechend Zeit. Da müsste ich mir mal gucken. Jetzt muss ich gleich erstmal die Kinder noch mal ein bisschen zurückgesungen rufen. Ich habe gesagt, die sollten ruhiger sein. Hat genau 2 Minuten gehalten, aber ich hoffe, das macht euch nichts aus. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir sehen uns irgendwie die Tage. Macht's gut. Tschüss.